eine Mischung aus Barbie und Koksnutte. Also ich weiß nicht genau, was ich falsch gemacht habe, aber das ist nicht schön. Hallo zusammen, wundert euch bitte nicht über meine Optik. Es ist sehr, sehr spät und ich habe ganz plötzlich Bock, diese Dinger hier mit euch auszuprobieren. Ich habe auch gerade einen Lippenstift ausprobiert, den ich schon entfernt habe, weil er sehr schrecklich ist. Und beziehungsweise der Lippenstift ist wunderschön, aber er steht mir ja einfach nicht. Aber ich hatte Bock, ihn auszuprobieren und ich habe leider noch ein Gloss darüber gemacht. Also ihr werdet gleich schreckliche Aufnahmen von mir sehen, in denen ich aussehe wie... Aber das ist egal, weil ich bin auch nur ein Mensch und ihr könnt mir ja mal sagen, ob ich die Einzige bin, die so gestört ist oder ob ihr auch manchmal zu gottlosen Uhrzeiten auf die Idee kommt, irgendwelche seltsamen Sachen an euch zu machen. Oder euch grundsätzlich 5 Minuten, bevor ihr ins Bett gehen wolltet, die Fingernägel zu lackieren und euch dann darüber zu ärgern, dass der Nagellack nicht trocknet oder ihr irgendwo gegendätscht und alles wieder abgeht. Das mache ich nämlich auch immer und jedes Mal ärgere ich mich, dass ich das mache und nehme mir vor, es nicht mehr zu tun und mir bessere Uhrzeiten dafür auszusuchen. Aber irgendwie ist es dann doch jedes Mal wieder so spät. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall habe ich das hier für euch ausprobiert. Ich hatte einfach Lust dazu. Das sind von Essence diese neuen Klebe-Eyeliner. Und ich dachte, wenn ich das schon ausprobiere, das ist ja jetzt Trend, dann nehme ich euch einfach mit und filme das mit der Kamera. Und jetzt kommt dann ein Video mit Transen, Lippenstift und seltsamen Eyelinern und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, ich versuche jetzt mal diesen total abgefuckten Verrückten aufzukleben und guck mal, wie der aussieht. Oder nein, ich mache erstmal den dezentesten und dann, genau, ich mache das erstmal so und dann mache ich den seltsamen. Also ich weiß nicht genau, was ich falsch gemacht habe, aber das ist nicht schön. Und das ist auf jeden Fall der für das rechte Auge. Und ja, ich glaube, ich kann das unkommentiert lassen, oder? Also das ist auf jeden Fall ein Fail, das kann man festhalten. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da brauche ich euch nicht nach eurer Meinung fragen. Das sah jetzt irgendwie nicht schön aus. Und das war definitiv das richtige Auge. Und ich habe ihn auch richtig herum dran gemacht. Hoffe ich. Das macht mein Auge sehr, sehr klein. Aber irgendwie hat es auch was. Also ich glaube, dass man... Also vielleicht jetzt mit dem richtigen Make-up oder mit falschen Wimpern, weil die Wimpern verschwinden natürlich jetzt komplett, kann das, glaube ich, ziemlich gut aussehen. Was meint ihr? Also wie findet ihr den? Und so sieht das dann aus, wenn ich beide trage und jetzt gefällt es mir nicht mehr so gut. Weil es erdrückt doch einfach meine Augen. Und hier habe ich es nicht richtig geklebt. Hier hält es nicht. Ja, da habe ich es nicht richtig geklebt. Also man soll die mehrmals anwenden können. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das funktioniert. Also ich habe das Gefühl, wenn ich ehrlich mit euch bin, dass sie nach einmal kleben ihren Dienst auch einfach getan haben. Und das sind jetzt die letzten. Und ganz ehrlich,
Also das wird sich für mich nicht durchsetzen. Also von nahen sieht das cool aus, wenn man das so sieht. Aber ich glaube, das ist vielleicht eher was für Fotoshootings und hier hält es wieder in der Ecke nicht. Nein, also bei aller Liebe nicht. Das wird sich für mich. Nein, 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 nein. Das gefällt mir nicht. Das ist, dieser Lidstrich ist einfach viel zu dick, auch wenn er sich jetzt schön anfühlt, weil er sich so samtig anfühlt, aber es gefällt mir leider überhaupt nicht. Also ich würde mich so jetzt wirklich nicht raustrauen. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall unbedingt zeigen oder euch daran teilhaben lassen, auch wenn es jetzt ein Fail ist. Aber dann wisst ihr wenigstens, dass es ein Fail ist. Oder ihr überlegt euch von vornherein, ob ihr den Spaß mitmacht und euch das kaufen wollt. Ja, das war auf jeden Fall die Variation beziehungsweise das waren drei Variationen mit diesen Eyelinern. Und mich würde jetzt wirklich mal sehr interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Also mir hat das leider überhaupt nicht gefallen. Das ist einfach nicht meins. Auf jeden Fall wird sich dieser Trend für mich nicht durchsetzen. Mir gefällt das nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass sich der Eyeliner irgendwie schön anfühlt, weil er sich halt samtig anfühlt. Aber, und ich könnte es mir vielleicht auch noch für Fotoshootings vorstellen, wenn man so Nahaufnahmen vom Auge macht und das Auge vielleicht dann dementsprechend in Szene setzt, dass das ganz cool aussehen könnte. Aber so für Partys und für den Alltag sowieso kann ich mir das eher nicht vorstellen. Also so würde ich nicht rausgehen. Aber es war auf jeden Fall ziemlich cool, das mal auszuprobieren. Ist eine Erfahrung gewesen. Und mich würde interessieren, ob ihr Bock habt, sowas auszuprobieren oder ob ihr diese Trends einfach kategorisch ausschließt oder ob ihr auch einfach Lust habt, neue Dinge an euch auszuprobieren, auch wenn ihr von vornherein wisst. So wie bei Lippentattoos oder so, dass ihr damit eh nicht rausgehen werdet. Sagt mir mal, wie eure Meinung zu diesen Trends ist und ob ihr das probieren würdet oder eher nicht. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video zu später Uhrzeit. Und ja, wann auch immer ihr dieses Video angeschaut habt, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht oder einen wunderschönen Tag. Und ich sage euch einfach Tschüss.